Hallo meine Lieben, ich bin Bärbel, die jeden Tag strickt und ich mache gerade eine Anprobe und habe gedacht, ich nehme euch mal mit. Oh, das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. Ich glaube, das habe ich schon mal öfters gesagt und bin mega zufrieden. Und zwar habe ich mal was ausprobiert. Ich bin hier oben mit einer Rundpasse angefangen und dann habe ich mir gedacht, versuch doch mal da jetzt ein Raglan einzubauen, denn ich wollte ganz gerne zwei rechts, zwei links wieder im Bild haben. Ich möchte mir ein geradliniges Kleid stricken. Diese Wolle hatte ich noch zu Hause und da habe ich auch den grünen Pullover von gestrickt. Und habe mir gedacht, ich muss das noch mal verarbeiten. Das ist die Landlust 120, also 120 Meter auf 50 Gramm. Und das ist die Farbe Brille. Ich erzähle euch kurz, was ich gemacht habe. Ich habe ein schönes großes Bündchen. Ich habe Maschen angeschlagen von 108 Maschen. Nach dem Bündchen habe ich so eine schöne kleine Bordüre gemacht. Und zwar vor den zwei rechten Maschen ein Umschlag. Und dann einfach über die zwei Maschen drüber gezogen. Danach habe ich sofort, man sieht es hier, die rechten Maschen von dieser Verzopfung, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Und dann zwei weiter mit rechts und dann das gleiche. Und somit hatte ich sofort eine schöne Verdopplung, also eine schöne Zunahmereihe. Dann habe ich fünf Reihen gestrickt und jede sechste Masche eine zugenommen. Somit hatte ich dann 161 Maschen. Also das erste Mal waren es 135. Das zweite Mal habe ich dann, wie gesagt, jede sechste zugenommen. Hatte dann 161 Maschen, wieder 5-6 Mal drüber gestrickt, dann jede siebte Masche eine zugenommen, hatte 185, dann habe ich noch eine Zunahme mehr gemacht. 185? Nee, jede siebte zugenommen. So dass ich dann 185 Maschen auf der Nadel hatte. Und dann kam mir die Überlegung, wie musst du das machen? Das habe ich ganz normal gemacht, wie als wenn ich normal den Raglan ausrechne. Also habe ich da 185 geteilt durch 3 genommen. Und habe dann die Einteilung so gemacht. Zwei links, zwei rechts, zwei links. Dann das Vorderteil. Dann wieder zwei links, zwei rechts, zwei links für den Arm. Da blieben mir noch 25 Maschen. Dann wieder zwei links, zwei rechts, zwei links. Die andere Hälfte vom Hinterteil. Da hatte ich dann 56 Maschen, also eine weniger wie vorne, das macht überhaupt nichts. Dann wieder zwei links, zwei rechts, zwei links für den nächsten Arm, wieder 25 und somit habe ich dann mein Raglan gearbeitet. Das habe ich so lange gemacht mit Zunahmen. Ich habe mir das mit zwei links, zwei rechts, zwei links bei den rechten Maschen. Da habe ich Zunahmen gemacht.
Das sieht man hier ganz schön. Und das habe ich dann so ein kleines Stück gemacht. Ich habe diese Tage was ganz Schönes gehört von der lieben Marina. Und zwar hat die gesagt, wenn man von dem Bündchen oben den Mittelfinger nimmt und den Daumen nimmt, und wenn man das so spreizt, das ist dann die Achselhöhe. Das fand ich so gut, dass ich gedacht habe, boah, das ist richtig schön, wenn man mal unterwegs ist und man kann nicht anprobieren. Ich probiere ja sonst immer meine Teile an. Und dann habe ich wirklich unterwegs, gestern waren wir unterwegs, gestern waren wir erstmal schön frühstücken. Wir haben hier ganz dicht die Thülsfelder Talsperre und da waren mein Mann und ich erst schön frühstücken. Spazieren gehen konnten wir leider nicht, weil es so gegossen hatte. Es war so schmuddeliges Wetter, dass wir gesagt haben, wir verweilen einfach ein bisschen länger hier, genießen den Blick auf den See. Da ist ein sehr schönes Hotel, was direkt am See liegt, das heißt Seeblick. Und da sind wir mindestens zweimal im Jahr. Und danach ging es, weil ich noch Wolle haben muss oder wir haben müssen für unsere Temperaturdecke. Und ich meine große Jacke ja fertig habe. Da habe ich zu viel eingekauft und da wollte ich das dann gestern noch alles eintauschen. Auch in Oldenburg hat es gegossen, wie in Strömen. Wir hatten keinen Regenschirm mit, also Kapuze auf und ab durch die Mitte. Und dann einfach nur im Wollladen und wieder nach Hause. Das war da. Ja. So, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach ja. Und dann habe ich im Auto gedacht, ich hatte das im Auto mit, hältst du dich mal an dem, was Marina gesagt hat und habe einfach, weil ich 250 Maschen schon auf der Nadel hatte und ich hatte diese Länge, nicht, dass mir das zu weit wird, zu viel wird, hör mal auf. Und hab dann die Arme abgeteilt. Unter den Armen, damit das im Muster auskommt, ich habe das so gemacht, dass ich diese Mittellinie, diese zwei, eine Masche habe ich mit zum Vorderteil genommen und die andere Masche habe ich mit zum Arm genommen. Und damit ich unten drunter, unterm Arm mit zwei rechts, zwei links, zwei rechts, weiterarbeiten kann, musste ich 8 Maschen zunehmen. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil es auch ja schön bequem sein soll. Und es fällt auch mega, mega schön und es ist super schöne Wolle. Ja, das wollte ich euch eben zeigen. Da habe ich gedacht, Mensch, Bärbel, mach mal ein kleines Video zum Wochenende. Denn mit unserer Socke, da bin ich ein bisschen verdreht, nicht schlimm. So. Ja, das dazu. Dann zeige ich euch noch was. Und zwar habe ich mir ja mal Wolle bestellt von der lieben Kiwi. Und da habe ich noch zweimal so viel übrig. Nun wollte ich aber nicht genau das gleiche Garn wie mein Mann, dass wir so Partnerlook, das mag ich gar nicht mehr so gerne, aber ich möchte total gerne dieses Garn verbrauchen. Da habe ich das mitgenommen und habe gedacht, so, da musst du doch irgendwie was zu finden. Und ich habe Glück gehabt. Ich habe sogar was gefunden, was im Angebot war. Und zwar habe ich hier mal Kit Silk Mohair. Das lasse ich beides so schön zusammenlaufen. Das ist von Lana Grossa. Das ist dann das hier und das lasse ich da mitlaufen und das ist die Farbe 1107.
ist 50 Gramm. Normalerweise hat das Silker ja immer nur, ich kenne das nur mit 25 Gramm. Und hier habe ich jetzt eine Lauflänge von 425 Meter. Und dann sagte die Verkäuferin, da habe ich aber nur noch drei Stück von. 1200, 1300 Meter, das reicht. Also habe ich da richtig, richtig Glück gehabt, habe drei Stücke davon mitgenommen, die im Angebot waren. Und von daher, ja, wird hieraus jetzt was gleich. Denn dies ist auf Nadelstärke 7. Ich muss so ein ganz, ganz bisschen meine Hände schonen. Normalerweise ist immer sonntags neuer Anstrick, aber ich mache das heute. Ich muss das heute anfangen und ich muss mich mal so ein ganz bisschen mit dieser dicken Nadel, von dieser dicken Nadel so ein bisschen trennen. Und zwar habe ich eine Anleitung, aber eine kostenlose. Und zwar, mein Mann hat da sogar oben den Datum drüber geschrieben. Schön. Mal gucken, wie lange der so dauert. Eine Nummer suche ich gerade. Ja, das, wenn ihr das ausstricken wollt. Ich habe erst gedacht, ich zeige ein Zeige-wie-Video. Aber ich denke, das muss ich gar nicht. Und hier ist die Anleitung wirklich so einfach beschrieben. Das bekommt ihr auch alleine hin. Wenn ihr hierzu Fragen habt, gerne, aber auch da habe ich eigentlich alles gut erklärt. Der wird jetzt einfach gerade runtergestrickt und dann ist das Ganze fertig. Die Nummer ist, ich schweife ab, das merke ich gerade, ne? Ich bin gerade so ein ganz bisschen da, mal da, mal da, mal da. Egal, ich glaube, ihr kommt schon wohl mit. Das ist die Nummer 228-1. Schön. Also ich stelle mir den schön vor und den werde ich gleich mal anstricken. Was noch? Dann meine Mütze passend zum. Ich liebe ihn. Es gibt nichts Schöneres, wenn ich hier morgens sitze. Und ich komme hier rein und hier ist es noch ganz frisch, den über der Schulter. Das ist so schönes Garn. Das ist so richtig Wohlfühl Wunderland. Das ist einfach nur ein Traum. Ich liebe diesen Kulding. Ja, davon hatte ich ja noch ein bisschen Rest. Dann habe ich mir die Mütze gestrickt. Die Mütze, die ihr leider im Video nicht erkennen könnt. Sie ist mir eigentlich sehr gut gelungen. Ich setze sie mal auf. Brille nehme ich mal ab. Was ich nur gemacht habe, ich habe die ein bisschen zu fest abgekettet. Aber eigentlich auch nicht, weil sie so richtig schön passt, richtig schön sitzt. Ja, ne? Passt, wackelt und hat Luft. Ich finde sie süß, ich finde sie schön und fertig ist sie. Gut. So, jetzt habe ich immer noch ein bisschen Rest vom Schützenfest. Aber leider nicht mehr so viel, dass ich da die japanischen Handschuhe rausstricken kann. Das reicht nicht. Vielleicht reichen nur so ein kleines paar Stulpen. Muss ich mal sehen. Aber es hat überhaupt gar keine Priorität mehr. Ich denke mal, Handschuhe und so weiter geht dann in den nächsten Herbst oder Winter rein. Denn, ach ja, Temperaturdecke. Man hört genug Stöckchen.
Da kann ich euch nicht viel zeigen. Ich kann euch nur den Farbverlauf, aber Christiane wollte das ganz gerne sehen und dein Wunsch sei mir Befehl. Also halte ich das mal ganz kurz in der Kamera, wie meine Decke aussieht. Mega schöne Farben. Immer sofort die Fäden wieder mit eingewebt, vernäht, damit man am Ende des Jahres nicht 600 Fäden oder noch mehr da hängen hat. Bin ich ein Fan davon, das gleich sofort schön säuberlich zu verarbeiten. Ich denke aber, wir sind alle der Meinung, dass wir hinterher vielleicht noch mal einmal drum zuhäkeln, damit das Ganze noch einen schönen Abschluss bekommt. Heute haben wir wieder unter 5 Grad gehabt. Bis 5 Grad bedeutet das Dunkelblau. Und ich darf dann gleich noch mal 620 Maschen in Dunkelblau verstricken, denn wir haben 310 Maschen genommen. Das dazu. Dann haben wir ja am Donnerstag, Februar, ich habe dann schon mal geguckt, welches Muster kann ich nehmen. Und letzte Mal habe ich ja beim Mosaik-Muster hin und her gestrickt und es ist gut. Es ist auch keine Naht, die mich in der Hacke stört. Jetzt habe ich gedacht, Bärbel, versuch dich mal in der Runde. Und das hat gut geklappt. Ich habe ihn auch schon fast, ja, das Muster habe ich drin. So, das ist das Muster, was jetzt kommt. Wenn ich das schaffe, am Donnerstag, dann werden wir wieder zusammen stricken, einen Anfang. Und diesmal wird es nicht die Käppchenferse, diesmal wird es die Bumerangferse. Auch da nehme ich euch mit. Im Bündchen habe ich diesmal, weil die Socke ist für meinen Mann, habe ich 60 Maschen angeschlagen. Und habe dann gestern zu ihm gemeint, guck mal Schatz, das reicht doch schon für den Schaft. Nee, das muss noch ein bisschen höher. Und jetzt werde ich einfach noch hingehen und ein paar Zentimeter, er meinte, mach mal noch so viel. Das werde ich dann auch machen. Heute oder morgen. Und dann kann ich euch beides zeigen. Dann kann ich euch das Muster einmal zeigen. Richtig, richtig schön auch die Farben zusammen, finde ich mega. Meine Fingernägel sind gerade nicht so schön. Die sind heute Abend dran und von daher alles ist gut. Jo, so. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Nein. Ich wollte so ganz, ganz gerne ein bisschen meine Winterwolle so ein bisschen hier aus dem Atelier so ein bisschen wegstricken. Und da habe ich noch hiervon was. Könnt ihr nicht sehen, jetzt blendet das gerade so dolle. Die Sonne kommt. Habe ich noch das? Und das? Und dann habe ich mir gedacht, die drei zusammen, mega, mega schön, ne? Aber ich hatte irgendwie keine Lust, noch ein Streifenkleid und ein Streifenpulli zu stricken. Und da habe ich gedacht, lass es erstmal noch liegen. Irgendwann wirst du ein Modell finden, wo es Bäm macht, was du dann nehmen kannst. Aber ich habe auch keine Lust auf irgendwie ein Arm orange, ein Arm gelb. Und das Mittelteil braun auch irgendwie nicht.
Und Colorwork mit dem dicken Garn. Ich glaube, das ist viel zu dick, viel zu mächtig. Das geht überhaupt gar nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Vielleicht habt ihr ja was, wo ihr mir sagt, oh Bärbel, schau mal da. Ich habe bei Anleitung alles durchgewühlt, auch meine ganzen Hefte. Und es war nirgendwo wo ein Teil, wo ich gesagt habe, so bam, das ist es jetzt, das kannst du machen. Und so muss es bei mir immer sein. Ich muss durchgucken, durchblättern, hier und da ein bisschen Stricksachen angucken und es muss einfach der Moment kommen, wo es Bäm macht und sonst mache ich lieber selber. Dann fange ich selber an, was zu kreieren und auf diesem Teil seht ihr das so locker, da freue ich mich richtig drauf. So, ja, das war's. Mal ganz kurz. Aber ich wollte mich einfach mal melden. Und wenn ich was Schönes auf der Nadel habe, dann möchte ich euch einfach teilhaben lassen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne oder genießt die Stricknadel. Ich mache beides, denn die Sonne scheint mir hier gerade so richtig schön ins Stübchen, ins Zimmer. Und ja, mehr habe ich auch gar nicht zu erzählen. Bis dann. Bis Donnerstag. Ich freue mich, wenn es heißt, wir stricken wieder zusammen. Macht gut. Ich bin dann mal weg. Und tschüss. Eure Bärbel. Ich bin nicht weg. Tschüss.